Prosa. Und sie lernen es auswendig, ohne es wirklich zu verstehen. Wirtschaftsprosa. Und sie lernen es auswendig, ohne es wirklich zu verstehen. Es geht darum, dass sie es memorisieren können. Nicht darum, dass sie es inhaltlich wiedergeben können. Der in einer solchen Intensität solche Dinge zusammenbringt. Hier haben wir jetzt eine geradezu paradiesische Landschaft mit vielleicht sind es heiße Quellen, Heilquellen. Man hat diesen unglaublichen Tausendfüßler da vorne, der auch als kulturell eine unglaubliche Erfindung ist. Man hat immer diese kleinen Jungen, manchmal wird es auch ein bisschen ältere Jugendliche, die da rumlaufen, so ein bisschen wie ferngesteuert, also wird es ein Traum sein. Und wenn man länger zuschaut, hat man aber den Eindruck, es könnte genau umgekehrt sein, es ist kein Traum, sondern ein Albtraum. Und es sind keine heilenden Wasser, sondern es sind vielleicht giftige Dämpfe, die da aufsteigen. Ja, man kann es auch als Naturkatastrophen sehen. Zwischendurch gibt es auch hier noch Personen, die so mit Masken rumlaufen. Also es dreht sich so hin und her. Eine unglaubliche Erfindung. Ein Künstler, der garantiert im Westen noch nie bei irgendjemand aufgetaucht ist. Ja klar, 1987 geboren, wie sollte das auch sein? Ich meine, der hat sein Studium gerade beendet. Und deswegen war es hier eine große Freude, ihm dann so einen Raum einzurichten. Und die Arbeiten kommentieren sich ja auch so ein bisschen. Thank you.
Thank you.